So, endlich geht's weiter mit Pokémon Schwert. Jetzt pass auf, der Totspur, alles wunderbar. Sind sie auch wieder, wie ich das will. Ja, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert und ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe mal ein bisschen aufs Screen geguckt bei den Buddy-Brüdern, ob wir den Sonnenschein bekommen, um Duftler dann immer weiter zu entwickeln. Leider war das nicht der Fall. Ich versuche es jetzt tatsächlich nochmal on-screen zu machen. Hoffe ich, dass das jetzt irgendwie klappt. Hier sind einige Pokémon. Ja, ich muss mal gucken, wann wir die fangen. Aber die werden wir später wahrscheinlich noch ein bisschen machen. So, genau. Ich habe ein Fahrrad. Das ist das Gute. Ja, heute ist die nächste Station Claw City. Das war ja der Plan. So, jetzt gucke ich gerade mal durch. Ich weiß auf jeden Fall, wo einer liegt, aber da kommen wir gerade noch nicht hin. Ich brauche nämlich dringend den Sonnenstein. Ich habe Blattsteine ohne Hände, ich könnte zu Giflor weiterentwickeln, aber ich möchte gerne mal was anderes machen. Ja, deswegen, wie gesagt, ich schon mal kurz irgendwie die... Nein, ich will keinen Wunschbock reinwerfen. Oh, ein Pikachu. Alter, haben wir hier schon. So, jetzt mal gucken, wo sie sind. Die müssten dahinter stehen. Genau, hier ist die Hütte. Und, ja, das ist für Schnee. Zwei. Okay, Zickzacks, die haben wir schon beide. So, jetzt gucken wir mal, ob wir Glück haben. Ah, das wird. Ich habe zwar Ausdauer, aber die Technik hat mein Bruder besser drauf. 500 Watt gebe ich deinen Schatz aus. Müsste es auch vorher speichern. Nein, ich werde mal kurz einmal den kurz hier durchschicken. Na, was geht? Ich habe eine gute Technik, aber mein Bruder hat mehr Ausdauer als ich. Ja, genau. Der eine Bruder, der kann. Ja, der hat die bessere Technik, der findet halt diese drin Items und der andere, der hat Ausdauer, der kann halt mehr finden. Na, das ist halt ein Unterschied. So, ich hoffe, ich habe tatsächlich jetzt eine Aufnahme eingehört, in die letzte. Das passt jetzt auch mit meiner Stimme. Jetzt bin ich lauter als das Spiel tatsächlich. Das war vorher nicht so. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich kann halt, wie gesagt, auch immer nur ein paar Sekunden, einige Folgen später erst reagieren, weil, ja, ich halt sehr viele Folgen voraus aufnehme. Na gut. Okay, gucken wir mal, was der jetzt hat. Steinknochen, da haben wir auch so viele von. Kometstück haben wir auch einige. Finsterstein haben wir auch ein paar. Und das hat ja nichts helfen. Leck mich doch. Du knabberst mir mein Watt ab und findest eigentlich nur Mist, wenn ich ehrlich bin. So, wir machen gleich weiter dann nochmal mit der Story. Okay, hier ist ein Petsneef. Könnte man theoretisch auch als Eis-Pokémon nehmen, aber ich möchte ein anderes Pokémon nehmen. Ja, hoffentlich. 90. Guck mal, gerade einen Durchgang mache ich noch für den Bruder. Ich lasse den anderen Bruder nochmal buddeln. Ja, hier ist ein Item. Und zwar ein 6-Sternstaub. Okay. Ich habe noch keine Raids mehr, ne? Wenn ich sagen würde. Ja, ich habe das Item gesehen. 50 Watt. Ich glaube, einen brauchen wir noch. Nein, hier noch. Hier sind noch zwei. Perfekt. Die sind die laden sich ja quasi täglich wieder auf. Ja, durch das Wetter, wenn jetzt häufiger Elektro-Pokémon auftauchen, deswegen auf Platz gedürfen wird. Ist ein bisschen wetterabhängig. Bin mal gespannt. Ich werde wahrscheinlich, wenn wir heute in der Aufnahmesession unser nächstes Team nicht fangen. Und dann einmal lasse ich noch den Bruder puddeln, ob der noch diese Glück hat. Aber ich. Vermute eher, dass das nicht der Fall wird. So, gucken wir mal. Funkelstein. Finsterstein. Ewigstein. Komm, es gibt einen Sonnenstein. Hier geht doch. Ist nichts. Nichts. Kein Stein. Gar nichts. Na gut, dann müssen wir halt warten, bis wir mit dem Fahrrad schwimmen können. Dann kann ich tatsächlich das hinten auf der Insel mir das holen. Da gibt es nämlich eine Ecke, wo quasi einmal alle Evolutionssteine nebeneinander sind. Oh, Charlos. Das ist irgendwo da hinten. Aber wie gesagt, da kommen wir nicht hin, solange wir noch nicht schwimmen können. Und das passiert halt erst auf Route 9.
Also dementsprechend haben wir noch ein bisschen was zu tun. So, okay. Dann machen wir heute weiter mit Cloud City. Da ist so ein Video, aber ich brauch's halt nicht. So. Dann jetzt in die nächste Stadt, die wir uns heute ein bisschen angucken. Das ist Cloud City. So, ich hoffe, dass das nicht weiter stört. Ich glaube, irgendwo da hinten draußen sind wieder Laubbläser am Start. Oder wie auch immer. Oh, da sind ja Rose, Bettis und Olivia. Mal gucken, was die wollen. Aber erstmal, ich gucke mal, wie mein Team überhaupt aussieht. Ja, ziemlich angeschlagen. Ich habe ein bisschen Raids nebenbei gemacht, aber um halt auf irgendwie vielleicht ein bisschen mit Glück mit dem Item zu kommen haben. Aber irgendwie war das nicht der Fall. Ja, dann drei, die da hinten um Geister, vier sind doch um Geister, die wir kriegen. Die sind auf jeden Fall. Jetzt mal noch ein bisschen random. Ich habe meinen Kaffee stehen eigentlich. So, dann gucken wir uns heute tatsächlich in der Stadt mal ein wenig um. Soll ich dir verraten, die Zutraulichkeit bei Pokémon sind? Pff, klar. Aber welchen Pokémon soll ich die Zutraulichkeit überprüfen? Mach mal bei Flecklion. Oh, das denke ich mal mit. Dann wollen wir mal sehen. Der Flecklion, also ich verstehe das schon ziemlich gut, aber das ist doch ziemlich Luft nach oben. Eieiei, was ist denn heute los? Ja, tut mir leid, ich bitte dies entschuldigen. Ich kann es nicht abstellen. Alter, übertreib's nicht! Na, willst du wissen, ob deine Pokémon auch wirklich alles geben? Ja. Es tut mir so leid. Ja, es ist halt nervig, ja. Wir machen uns gerade das Fenster zu. Müssen wir jetzt leider nicht anders. Kann man es leider nicht ändern. Dieses Pokémon, es könnte sich doch ein klitzekleines bisschen mehr anstrengen. Ja, wird schon noch irgendwie werden. Und du willst. Du und deine Pokémon, ja, also ihr habt das Zeug, ganz dicke Freude zu werden. Gib deinem Pokémon dieses Item mit seinem guten vollen Klang zum Tragen und es wird vielleicht auch zutraulicher. Sandglocke. Das ist ganz wichtig für eines unserer Teammitglieder, weil eins entwickelt sich nämlich nur per Freundschaft weiter. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir da gerade die Sandglocke erhalten haben. Ist ja toll, wenn es Lunchboxen gäbe, die man im Zug essen kann. Gibt es. Ich bin zu klein, um allein nicht dazu zu laufen zu dürfen. Deswegen fahre ich mit dem Zug. Ob ich dann halt zufahren darf? Na klar, ich bin doch schon groß. Oh, ein Item. Ein Kapselangriff plus. Gut, ja, du findest deine Niederlage bitter, natürlich, klar. Es ist immer bitter. Ach Gott, Micro. Die hat einfach mal 6 Micros hier rumfliegen. Ich lebe mit Micro zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit Flugtaxis so gut. Ja, dafür sind Micros halt noch zu schwach, weil. Ja, das hat Kramor. Müsste was geben. Sei gegrüßt, junger Mann. Darf ich dir was über das Wetter erzählen? Pff, klar. Wundervoll, da fange ich gleich an. Wenn wir denn ins Kaffee so sonnig stark ist, sind meine Attacken vom Typ Feuer stärker. Wasserattacken dagegen schwächer. Pokémon können nicht eingefroren werden und bereits gefrorene Pokémon tauchen auf. Attacken wie Solarschall, die sich des Sonnenlichts bedienen, können dann von einer Runde eingesetzt werden. Die Wirkung mancher Attacken wird verstärkt, zum Beispiel Synthese und Wachstum. Die Genauigkeit von Attacken wie Donner und Orkanen sinkt. Bitte, dass du Dank dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast. Ich bin Heißbocken. Okay. Also gut zu wissen, das mit Donner und so, das wusste ich tatsächlich nicht. Weiß man denn? Auch mal, ich weiß, dass es bei Donner zum Beispiel bei Gewitter immer trifft. Und Blizzard bei Hagel. Was ist das denn eigentlich mit Feuersturm? Trifft das tatsächlich bei dem gestärkten Sonnenlicht? Bist du eigentlich dann, ne? Ich muss schon sagen, diese beiden Pokémon sind jetzt echt beeindruckend. Aber Pokémon nicht nur Attacken vergessen lassen, sondern auch bewirken, dass sie sich an vergessene Attacken wieder erinnern. Mhm.
Sowas wie ein Attackenerlerner und Verlerner, wie auch immer. Jedes Kind weiß, dass Schätze immer von einem Drachen bewacht werden. Das passt sehr gut. Das war der Wächter der Schatzkammer ist. Ja, Roy ist der Arenaleiter dieser Stadt. Allerdings können wir den zu diesem Zeitpunkt noch nicht herausfordern. Skull City ist ein beliebtes Reiseziel für Leute aus der ganzen Welt. Kein Wunder, wenn du mich fragst. Diese Stadt ist wirklich großartig. So, was haben wir hier noch? Dann kriegen wir noch was aus. Sind Leute, die ein Wunschheim befinden, etwas Besonderes? Es gibt Leute, die halten sich dafür was für Besonderes, wenn man so Bettes zum Beispiel sieht. Wenn ich ein Champ geworden bin, dann hole ich mir alle Wunschstände der Welt. Schenke sie dir. Cool. Okay, hier kommen wir nicht weiter, weil hier steht Team Yell im Weg. Okay, dann haben wir die Seite zumindest schon mal abgearbeitet. Warte, ich gucke noch mal kurz im Bahnhof. Ich gebe das zwar eins einer, nur nützlich ein. Ich will eigentlich sehr ungern hier durchwaschen. Deswegen, so wie ich das beim Pokémon Schild gemacht habe, da war ich ein bisschen zu schnell durch. Deswegen werde ich das hier ein bisschen mehr genießen. Ich lebe, um zu essen. Ich werde dich ruhen, bis ich alle Restaurants ziemlich meine von Galas ausprobiert habe. Oh, was sagst du? Heute schmeckt Essen also noch viel besser als gestern. Versprochen. Ja, blöd, wenn. Nicht so. Am Bahnhof ist immer was los. Hier kommen so viele Leute durch, da ist Kontakt wie der andere. Ja, durchaus ganz interessant, bestimmt. Wenn man da immer wieder Leute sieht und alles drum und dran, also je nachdem, wo man arbeitet. Hier darf man wirklich keinen Moment lang unachtsam sein. Sonst tritt man in die Hinterlassenschaften und ist Düsseldorf. Aber er wollte was anderes haben. So, was hast du? Ich höre, hast du die Arena-Mission des Engine-Schadens bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Das Jahresautomat hat sich erweitert. Hoffentlich ist was für dich dabei. Ah, okay. Wir haben hier so eine Art so eine Zweigstelle vom Supermarkt. Gut zu wissen. Ich glaube, allein in der Stadt auch sind hier irgendwie zwei neue Pokémon-Center. Das ist das Pokémon-Journal. Habe ich mir eine neue Ausgabe kaufen sollen? Klar. So, was haben wir hier noch? Limonade. Da sind irgendwelche Snacks daneben. Ich gucke mal. Gar nichts kaufen. Okay, den Automat können wir leider. Ein Düsseldorf. Cool. Ah, hoffentlich kommt meine Freundin bald mal. Dieses Düsseldorf schaut mein Essen schon so gierig an. Okay. Gut, dann kommen wir hier gerade nicht weiter. Dann haben wir das auch weg. Zumindest hier unten, weil hier oben sind bestimmt auch noch ein paar Leute. So ein Schloss oder so. Hier ist zumindest ein Item. Eine Zuckererdbeere. Ein Entwicklungs-Item für Hukumil. Und eine Schlaubrille. Für Spezialangriffe. Cool. Ah, du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt ja jemanden, den ich mag. Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Möchtest du ihn für mich überbringen? Klar. Oh, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen, Paulina. Dann vertraue ich dir einmal einen Brief an, ja? Ein vergibter Brief. Okay, bring ihn zu Frank in Fairbelly. Ja, da müssen wir sowieso irgendwann hin. Ich hoffe, dass ich das bemerken kann. Oh, also eine Bonbon, cool. Weißt du was? Egal, da sind überall noch viele alte Gebäude von ganz früher übrig. Ich habe gehört, dass die Pokémon in der Naturzone allerlei Zeug in ihren Nestern hatten. Es soll sogar Pokémon geben, die TPs sammeln. Ja, das sind diese Raids. Da gibt es ja auch technische Platten. Ich habe einige tatsächlich hier. Ich habe ein paar Raids gemacht nebenbei. Und auch ein bisschen was gefangen, also. So, guck mal durch. Zeige ich euch so ein bisschen. So. Also. Es sind ein paar Attacken dabei. Hier, wo dieser mal einseitig da steht, das sind alles technische Platten. Der Rest sind alles technische Maschinen. Gut. Hier sind wir durch. Zu euch komme ich gleich noch. Ich gucke mir mal die andere Seite noch an. Dreda, hast du schon mal deine Liga-Karte umgestaltet? Ihr macht so, dass man beim Design zur Verfügung hat, desto schwerer fällt die Entscheidung. Aber gerade das macht ja so viel Spaß. Oh ja, das müssen wir auch nochmal machen. Ich muss hier aber dann rumziehen. Ich kenne jemanden, der verkleidet sich als Pokémon, damit er Chupoko-Jobs annehmen kann. Also nur ein Bekannter von mir, nicht ich. Okay. Ja! Man nennt mich Mr. Focus, weil ich stets auf dem Sieg fokussiert und unglaublich stark bin. Na, bringst du den nötigen Entschlossenheit mit, mich im Kampf herauszufeuern? Versuchen wir es. Ja, da bist du wohl richtig fokussiert.
Da bist du stark von Mr. Fokus jetzt mal am eigenen Leib zu spielen bekommen. Ja, da gibt es bestimmt hier Energiefokus oder so. Okay, lass das mal einen Baum wollen. Was tatsächlich gar nicht so so schlau. Na gut, okay, das ist Level 2. Und dann haben wir erstmal die Kerze noch raus. Was? Achso, Fokus gut. Ah, ja, okay. Fokus gut, lässt immer bei einem Angriff ein KP übrig. Okay. Okay. Unterschätze niemals ein Pokémon. So, jetzt ist es weg. Klar, nutze ich das so, dass das Pokémon natürlich. Oder also weniger KP als man hat. Umso stärker wie diese Attacke. Cool. Und da kriegen wir jetzt wahrscheinlich den Fokuskurs. Fokusgurt. Ja, das hast du nicht erwartet. Wie? Tja, es gibt halt ebenso viele unterschiedliche Arten Sekunden, wie es Trainer gibt. Gut, da du so fokussiert bei der Sache warst, möchte ich dir diesen Fokuskurs schenken. Genau. Den Fokuskurs, den nehmen wir mit. Ja, man muss sich auf das Zusammenspiel von Pokémon, Items und Attacken fokussieren. Nehmen wir schon dran denken, okay? Ja, ich habe dieses Farmboy ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Okay. Dann gehe ich mal kurz ein. So. Team ist wieder geheilt. Und dann geht's hier weiter. Ich habe mir mal die Wandmalerei bei der antiken Geschichte von Passwerk angesehen. Die geht ja im Allgemeinen als hohe Kunst, aber irgendwie habe ich so gar nichts damit anfangen können. Ja, kurz hin oder her. Am Ende zählt auch eh nur, wenn es einem persönlich gefällt. Jo, das stimmt wohl. Hm, was sind meine Lieblings-5-Pokémon? Okay. Ist kein Item. Und was stehst du hier rum? Ich trage heute noch dieselbe Kleidung, die ich in meiner Zeit als Student bekommen habe. So wurde das Pokémon gar nicht angefertigt und nahezu deshalb unkaputtbar. Okay. Hier ist übrigens ein Kampfcafé. Ja, das ist hier genau. Aber den Trainer, den fordern wir später heraus, weil seine Pokémon sind Level 37. Das ist mir noch ein bisschen zu hoch. Es gibt nicht viele Arten Arena Challenger, die bis zu Reus schaffen. Schade eigentlich, ich würde ihn gerne öfters kämpfen sehen. Ja, wir müssen tatsächlich nochmal mit ihm kämpfen, wenn wir dann soweit sind. So, erstmal finden wir hier den Superschutz und 2 Hypertränke. Weißt du, was der Fan mit den Schallwellen machen? Ob suchen. Sie lieben Obst. Angeblich ist das Stadion von Cloud City genau in der Mitte der Gala-Region. Gut zu wissen. Wusstest du, dass man aus dem Kanto oder Alola ganz anders aussehen als hier in Gala? Das wäre einfach also wär's nochmal eine Regionalform. Ja, es gibt viele Leute, die den Replikat von Delios Outfit kaufen. Aber wegen diesem riesigen schweren Mantel kann es letztendlich niemand tragen. Hm. Ich war hier am Pokémon Center verabredet, aber mein Dad kommt und kommt nicht. Hm, vielleicht sollte ich mal bei den anderen Pokémon Center vorbeischauen. Ja, es gibt ja, glaube ich, 3 Stück oder so in der Stadt. So, liebe Leute. Oh, Grizzoros gegen Gastrodon. Hier noch was. Taxi sind cool, hm? Ich stelle sie richtig an. Wenn du dabei hast, willst du vielleicht gegen mein Togepi tauschen? Ja, komm, ich gebe dir mal eins. Ich brauch's hier nicht. Und Togepi kriegt er so nicht. Deswegen nehmen wir das mal mit. Ansonsten fangt ihr euch auf gute 7 einfach eins. Aber wir nehmen jetzt erstmal das aus der Pension. Und so nehmen wir uns zumindest einen Togepi dabei dazu. Ein Alltag dafür. Also den kriegt er so sonst nicht. Die anderen beiden Einträge ja, aber nicht bei Togepi. Glaube ich zumindest nicht. Wiss ich zumindest. So, und wer bist du hier? Das ist Schatzkammer von Cross City. Ohne Erlaubnis kann ich dich nicht einfach durchlassen. Mhm. So, liebe Leute, und dieser Herr hier, hier geht es übrigens nicht weiter. Dieser Herr hier ist ganz besonders.
Solltet ihr euch einen Knappel gefangen haben, egal welche Edition. Moment, nur bestimmte Pokémon können Kombi-Attacken lernen. Möchtest du, dass ich einem deiner Pokémon als solche beibringe? Ja klar, ja cool. Flexion, komm. Moment, welche Attacke soll vergessen werden? Hier nochmal die Tieflag raus. So. Was hast du denn dafür gelernt? Genau, dieser Typ ist besonders. Solltet ihr einen Knappel gefangen haben, was ihr auf Route 5 bekommt, gibt ihr euch das Entwicklungs-Item, je nachdem welche Edition. Aber das ist, glaube ich, der süße und der saure Apfel. Dann könnt ihr euch das weiterentwickeln. Da ich aber keins bekommen habe oder keins gefunden habe, kann ich das nicht machen. Wir werden das auf jeden Fall noch bei Gelegenheit noch nachholen. Aber jetzt ist es leider auch ein bisschen zu früh. So, dann sind wir tatsächlich schon durch mit Kloss City, also zumindest mit der Erkundung. Ich glaube, oben habe ich auch alles abgearbeitet. Oder? Hab ich hier noch nicht alles abgearbeitet, warte mal. Ja, schon scheiße, genau, umgucken. Doch, oben habe ich auch alles abgearbeitet, genau. Da waren das immer die Items in dem Brief, den wir da bekommen haben. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Und dann gucken wir mal, was diese drei Gestalten da so im Schilde führen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schwert.